Letzten Dienstag feierten wir den Lag BaOmer mit einer Menge Feier. Was ist Lag BaOmer? Es war einmal ein Schafshirte, der hieß Akiva. Er hatte nie die Möglichkeit, die jüdische Hochschule, in der man Torah lernt, zu besuchen. Eines Tages bemerkte er, wie Wassertropfen, die regelmäßig auf einen Felsen fielen, im Laufe der Zeit ein Loch im Felsen hinterließen. Und er dachte bei sich: Wenn winzige Tropfen Wasser einen Felsen erweichen können, dann können auch Worte aus der Torah von meinem Herzen aufgenommen werden. So begann Akiva, die Torah zu lernen, und wurde ein großer Rabbiner. Er hatte schließlich tausende Schüler, doch leider hatte sie keinen Respekt voreinander und Gott strafte sie dafür. Viele von ihnen wurden sehr krank und starben, doch am 33. Tag der Omerzeit hörte das Sterben plötzlich auf. Einer seiner überlebenden Schüler mit dem Namen Shimon bar Yochai musste sich während eines Krieges mit den Römern in eine Höhle verstecken. Dort lernte er 12 Jahre lang die Torah und Gott sorgte dafür, dass er immer Essen und Trinken hatte. Aber Shimon bar Yochai war gut für Hashem und gut für seine Mitmenschen. Er lernte die Torah von Hashem mit viel Liebe und liebte seine Mitmenschen, wie er sich selbst liebte. Er hat die Epidemie überlebt. Seinen Todestag, der 33. Omer, wurde später zu einem großen Fest, das wir noch heute feiern. Liebe Kinder, zu Ehren von Rabbi Akiva und Rabbi Shimon bar Yochai feiern wir Lag BaOmer, Chag Sameach.